Hallo und herzlich willkommen. Begleitend zu unserem Test wollen wir im Video zumindest die RGB-Beleuchtung des Bitfenix Sabers näher vorstellen. Das Gehäuse ist ein ATX-Modell, kostet rund 90 Euro und wirkt eben vor allem mit einer effektvollen Beleuchtung. Wir haben hier zum einen diese beiden Frontstreifen, die so ein bisschen ein Lichtschwert symbolisieren sollen, und wir haben zum anderen einen RGB-Lüfter hinten am Heck. Gesteuert wird das Ganze entweder über ein geeignetes Mainboard, Asus Aura Sync wird dabei unterstützt, und wir haben auch die Möglichkeit, hier einfach eine Taste im Deckel zu drücken. Dann sehen wir erstmal diverse einfarbige und statische Effekte, die wir hier unkompliziert durchschalten können. Wenn wir das Ganze fortsetzen, kommen wir dann aber auch zu etwas noch farbenfroheren Effekten. Wir sehen also, dass hier zumindest diese Frontgestaltung aus adressierbaren RGB-LEDs besteht. Der Lüfter hinten ist hingegen ein klassischer RGB-Lüfter, der eben immer nur eine Farbe zur gleichen Zeit darstellt. Insgesamt definitiv eine effektvolle Beleuchtung, auch von der Umsetzung her mal durchaus eine eigenständige Idee. Hier mit diesem Lauflicht natürlich auch mal ganz interessant. Allerdings ist natürlich dann immer die Frage, wie sehr das dann jetzt zum Beispiel beim Spielen oder konzentrierten Arbeiten ablenkt. Als Hingucker kann man das hier alle mal machen. Ja, und falls man dann genug davon hat, kann man die RGB-Beleuchtung auch einfach wieder ausschalten. Ob das Bitfenix Saber auch abseits von der Beleuchtung überzeugen kann, klären wir im Test. Der erscheint heute zeitgleich mit dem Video auf hardwarelux.de.